Sind wir doch mal ehrlich. In einem Videospiel geht doch nichts über eine gepflegte Klopperei. Möglichkeiten gibt's genug, denn Fighting Games gibt es in allen Formen und Farben. Für ambitionierte Spieler sind aber nur Spielenhallen erprobte Titel wie Street Fighter 4, Marvel vs. Capcom oder BlazBlue interessant, weil sie komplex und trotzdem fair ausbalanciert sind. Diese Spiele werden auch im Virtual Dojo Vienna gezockt, dem ersten gemeinnützigen Verein im deutschsprachigen Raum für Beat'em-ups. Die meisten Mitglieder, die hier in den Verein kommen oder uns entdeckt haben, kommen einerseits, weil sie unter ihren Freunden vielleicht jetzt keine Competition, also keinen Wettbewerb mehr finden und keine guten Gegner sozusagen, keine Spieler, die jetzt besser werden. Und kommen deshalb einerseits, und die anderen kommen, weil sie uns vielleicht über das Internet oder auf einen der Anime- und Manga-Conventions gesehen haben und weil sie einfach ihr Können noch verbessern möchten. Training und Videospiele, das zusammen klingt zunächst etwas befremdlich. Tatsächlich aber üben Profis und solche, die es werden wollen, täglich mindestens 2 Stunden, damit jede Tastenkombination ohne Verzögerung oder Überlegung ausgeführt werden kann. Man muss das Kampfsystem durchschauen und blind so gut beherrschen wie ein Musiker sein Instrument. Wir haben hier bei uns ein Klavier, ja, also ein Keyboard, ja, und das wird auch verwendet. Dieses Eingeben, die bestimmte Reihenfolge von Bewegungsmotion, die man beim Stick hat halt, und dann die Eingabe von den Knöpfen, diesen Takt, den man braucht, damit man der Spielmechanik gerecht wird. Es ist ein bisschen wie Komponieren auch, weil man kann eine schöne Melodie haben, aber man kann sie noch ein bisschen verfeinern. Man kann sie immer noch ein bisschen verfeinern. Man kann ein wenig den Takt ändern, man kann ein wenig das machen. Das sind diese Kleinigkeiten, die aber dann den Beat'em-up-Spieler ausmachen. Die halt zeigen, ob man casual ist oder wirklich Pro ist, sozusagen. Keine Frage. Bei Prügelspielen ist Selbstdisziplin gefragt. In anderen Spielegenres, wie zum Beispiel dem Ego-Shooter, liegen die Nerven nach einer Niederlage aber auch schon mal blank. Muss man in der Fighting-Community etwa auch befürchten, nach einem hitzigen Match von seinem Gegner beschimpft zu werden? Bei solchen großen Veranstaltungen, wo man jetzt eben bei so Turnieren, wo man aufeinander trifft, entgegnet man sich definitiv mit einem gewissen Respekt. Ganz egal, ob man jetzt gegen einen Profispieler antritt oder gegen einen Unbekannten jetzt. Wenn ich jetzt gegen jemanden spiele und ich weiß, der ist genauso gut wie ich oder ich knapp, also auf meinem Niveau, und ich besiege ihn dann auch nur knapp, dann werde ich trotzdem nicht jetzt aufspringen und wow und hin und her, sondern ich werde mich ganz normal also aufstehen, Hand geben, Hand schütteln, mich für das Spiel bedanken, weggehen und mich dann halt freuen, weil Fluchen, Schreien und Schimpfen und so, dieses extreme Ragen, ja, kann vorkommen, sicher, ja, wir sind alles nur Menschen, aber wird auch in der Szene nicht gern gesehen. Es ist auch ein irrsinniges Macho-Gehab. Ja, das hat man halt so in der Fighting-Szene, man hat zwar Respekt, das ist alles dabei, aber man hat halt immer noch diesen Beigeschmack von Alpha-Tier. Jeder will das Alpha-Tier sein und das ist nun mal der, der halt stärker ist als alle anderen. Keine Sorge, das verstehen wir schon. Viel Konkurrenz kann bekanntlich sehr gesund sein und den richtigen Ansporn liefern. Denn es gibt höhere Ziele. Jedes Mitglied vom Dojo träumt davon, einmal höher aufzusteigen und gegen bekannte internationale Gegner bestehen zu können. Die Fighting-Communities auf der ganzen Welt sind eng miteinander verflochten. Und wir reden jetzt nicht nur vom deutschsprachigen Raum, sondern wirklich von Wien bis nach Kuwait. Ja, das ist das beste Beispiel eigentlich. Und selbst in Kuwait gibt es einen großen Verein, die auch internationale Spieler einladen, sie einfliegen und zocken und auch sich mit uns austauschen. Denn wir sind leider eine kleine Szene, aber eine sehr leidenschaftliche und helfen uns wirklich sehr. Also weil ja auch wir spielen ja auch miteinander. Ich spiele nicht gegen einen Computer oder gegen eine fremde Person, sondern gegen den, der neben mir sitzt. In der Fighting-Community geht es also richtig sportlich zu. Denn trotz hartem Training und Wettkampf ist am Ende klar, alles, was zählt, ist die gemeinsame Leidenschaft.